Mit einem Gottesdienst im Wetzlarer Dom ist der neue Leiter der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, Matthias Pankau, am 1. Februar offiziell in sein Amt eingeführt worden. Der 41-Jährige hat bereits am 1. Januar die Nachfolge von Helmut Matthies angetreten. Dieser hatte seit 40 Jahren die Leitung inne. Die Festpredigt hielt der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens, Carsten Renzing. Er rief dazu auf, den Blick immer auf Jesus Christus zu richten. Die Aufgabe eines Chefredakteurs sei mit einer besonderen Verantwortung verbunden. Er müsse auch den Finger in die Wunde legen. Wer das tue, müsse mit Widerstand rechnen. Dafür wünsche er Gottes Segen. IDEA gibt mit IDEA Spektrum das auflagenstärkste überregionale evangelische Wochenmagazin in Deutschland heraus. Viele Ehepaare geben sich der Illusion hin, dass sich ihre Probleme von selbst lösen. Diese Einstellung verstärkt aber die Krise. Diese Überzeugung ist das Ehepaar Mockler. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet und Eltern von 8 Kindern. Susanne Mockler ist Paarberaterin und Fachreferentin für Familienfragen. Markus Mockler ist Journalist und Coach. Ihrer Meinung nach sollten Ehepaare auch in guten Zeiten Möglichkeiten nutzen, um ihre Ehe zu stärken. Eine Möglichkeit sei die Marriage Week vom 7. bis 14. Februar. Sehen Sie einen Kommentar vom Ehepaar Mockler zur Frage, wie eine Ehe Krisenzeiten überstehen kann. Ziehen Sie sich nicht zurück, auch wenn Ihnen das vielleicht im Moment am erträglichsten erscheint. Im Gegenteil, machen Sie einen ersten Schritt wieder auf Ihren Partner zu. Fragen Sie ihn, was brauchst du? Machen Sie irgendwas, was er als Liebe wahrnimmt. Kochen Sie was Besonderes, tun Sie einen offensichtlichen Gefallen, geben Sie Liebessignale. Und als Christen sagen wir Ihnen noch ganz deutlich, beten Sie für Ihre Ehe. Gott sind unsere Ehen wichtig, auch Ihre Ehe liegt ihm total am Herzen. Und das Gebet bewirkt Veränderungen, wo wir keine Möglichkeiten mehr sehen, denn Gott greift übernatürlich ein. Glauben Sie es uns, das Gebet wird Ihnen helfen. Als Gefangenen des Monats Februar haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA den in Pakistan inhaftierten 16-jährigen Asif Steffen Masi benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den Christen einzusetzen und für ihn zu beten. Die Polizei verhaftete den geistig Behinderten am 12. August vergangenen Jahres in Wazibarat bei Gajinwala wegen angeblicher Blasphemie. Ein Nachbar hatte ihn beschuldigt, einen Koran verbrannt zu haben. Ein Mob von rund 300 Personen unter Führung eines radikal-islamischen Geistlichen versuchte daraufhin, den Christen zu lynchen. Asifs Eltern bestreiten, dass ihr Sohn einen Koran angezündet habe. Sie glauben, dass hinter dem Vorwurf ein Streit um Geld steckt.